Dann kommt natürlich dieser Punkt, ja, Österreich hatte ja nie Kolonien, warum müssen wir dekolonialisieren? Muss ich dazu sagen, dass ich ja also offensichtlich nicht Teil davon bin. Wenn Sie allein in die Bestände des Weltmuseums gehen und unter dem heute verhandelten Schlagwort Cultural Appropriation auch eine ganze Reihe an Sammlungen sind, die wirklich deren Herkunftsgeschichte ganz klar koloniale Ausbeutungsstrukturen widerspiegeln und auch Aneignungen und Funktionalisierung auch von Kulturen und Gesellschaften? Also ich denke einfach, also es geht nicht darum, dass man die Leute quasi wegstreicht. Das ist, finde ich, der falsche Ansatz dazu, weil natürlich die hier stehen, haben wichtige Sachen geleistet und es hat auch einen Grund, warum sie da sind. Aber es gibt so viele andere Beispiele, die man hier aufstellen könnte, wo man auch zeigt, ein bisschen mehr repräsentiert, was die Uni Wien auch ist, beziehungsweise was die Uni Wien sein sollte. Also ich merke einfach, das sind wir hier von den Afrikawissenschaften woanders als viele andere sind. Die muss man erst ein bisschen abholen, die muss man erst ein bisschen fürs Thema sensibilisieren, aber es ist trotzdem möglich. Volkskunde ist eine Interessensrichtung, die sich eigentlich im 19. Jahrhundert stark ausgebildet hat, zunächst in Vereinen und Museen, parallel zur sogenannten Völkerkunde, in der die Auseinandersetzung mit Völkern, mit Kulturen eine große Rolle spielten in der Gesellschaft und eine starke Unterscheidung in eigene und fremde Gesellschaften stattfand und der Arbeitsaufteilung war für die Völkerkunde, dass die außereuropäischen Gesellschaften, schriftlose Kulturen, sogenannte, zum Untersuchungsfeld wurden und die damalige Volkskunde sozusagen die anderen der eigenen Gesellschaft, die kleinen Leute. In Wien wurde das Institut für germanisch-deutsche Volkskunde 1942 gegründet, das eben auch ein Hinweis darauf ist, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kultur, mit Volk, mit dem eigenen Volk, was dann hieß eben vor allem die ländliche Bevölkerung, die bäuerliche Bevölkerung, was eine große Legitimation für die rassistische Ideologie des Nationalsozialismus hatte. Also wo man sieht, wie stark tatsächlich wirklich Wissenschaft auch ideologiestützend, Politik legitimierend war. Ich glaube halt, dass Kolonialismus einen Zweck hat. Und dann wird auch Wissen mit diesem Zweck oder mit diesem Hintergedanken einfach produziert. Und Kolonialismus ist ja Macht. Und ich meine, ich versuche mit dieser Machtposition meine Machtposition zu stärken. Ich muss sie irgendwie begründen. Ich muss irgendeine rassistische Theorie ja doch irgendwo im Hintergrund haben. Und aus dem Gesichtspunkt produziere ich halt auch die Literatur. Dieses rassistische System, dieses imperiale System, dass sich das einfach durch ganz viele Bereiche durchspiegelt und dass dieses eurozentristische Weltbild einfach sich durch ganz viel durchspielt und dass das auch in der Bibliothek eine Rolle spielt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir verdammt darauf aufpassen, was wir tun. Und jedes Buch, das ich hier aufstelle und in eine gewisse Systematik einordne, das ist ja auch mein europäisches Denken. Aber wenn das Forschungsgrundlage ist und wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek, unser Auftrag ist schon ein bisschen, die Forschungsgrundlage bereitzustellen, dann kauft man das halt auch an. Es bedarf einer Sensibilisierung, auch wie weit wir auch zum Beispiel mit Sprache Positionen vornehmen, Ausgrenzungen vornehmen und was mitschwingt und in welchen unterschiedlichen Kontexten welche Begriffe welche Bedeutung haben. Volk, Identität, Geschlecht, Rassismus, Ethnizität und. Und solche Dinge eben auch anzugehen und vielleicht auch und unsere Ergebnisse auch breiter zu veröffentlichen, das ist jetzt ein neueres Anliegen geworden, das zunehmend mehr Beachtung findet. Auch jetzt hier in dem Job im Vergleich zu anderen Disziplinen, wie wichtig es hier ist, die richtigen Begriffe zu verwenden. Ja? Also es gibt einen Bereich Reiseliteratur und da stehen halt die Reiseberichte oder die Erzählungen so drinnen, wie sie damals formuliert wurden, mit den Begrifflichkeiten und sie stehen einfach stumm im Regal. Also wir haben so eine Arbeitsgemeinschaft gegründet vor 2 Jahren, die sich so ein bisschen mit dem Thema Decolonize the Library beschäftigt. Und genau da versuchen wir, da gibt es jetzt dazu im Rahmen eines Bibliothekslehrgangs ein Projekt geben, wo so eine Umfrage gestartet wurde, wie weit Kolonialismus, Rassismus, Dekolonialisierung in der Bibliothekswelt überhaupt ein Thema ist, bei uns jetzt bei den Mitarbeiterinnen. Und jetzt gibt es ein Folgeprojekt dazu, wo es um die praktische Umsetzung geht. Und ich stelle mir eigentlich vor, dass es dann sowas gibt wie einen QR-Code am Regal,
wo dann da drauf steht, okay, diese Reiseliteratur zum Beispiel wurde in dem und dem Kontext geschrieben, dass man es einfach historisch ein bisschen einbettet. Dass es nicht so stumm im Regal steht, sondern dass man sagen kann, okay, das wurde in der Zeit angeschafft, da war ungefähr das Weltbild das und das, diese Literatur hat den und den Zweck irgendwie erfüllt, dass es eben nicht so uneingebettet in die Geschichte ist. Das wäre so ein bisschen mein Traum. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man die großen weißen Philosophen liest, weil die sind halt eh wichtig, ja. Aber halt einfach zum Gegensatz oder halt trotzdem zur Erweiterung von diesem Wissen, das wir uns ja aufbauen, wäre es extrem vorteilhaft, eben auch andere Leute zu lesen. Und daher denke ich, dass man da ein bisschen mehr Diversität reinbringen könnte. Einfach nur, um auch die Realität zu entsprechen, weil die Realität ist einfach, dass Forschung nicht so ausschaut.